Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lohntro-Video. Heute gehe ich auf eure Videowünsche ein, denn ihr habt euch gewünscht, macht doch mal bitte ein Video, wo du die Leica sofort und die Fujifilm Instax zusammen vergleichst und erzähl mal so ein bisschen dein Fazit. Und genau das machen wir jetzt. Direkt beim Auspacken fällt eigentlich einem schon das Wichtigste auf. Schaut selbst. Da ist das gute Stück. Jetzt, wo ich so antatsche, der erste Eindruck ist, ey, Vollplastik. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich habe jetzt hier so ein Metalldingen, aber Plastik. Es ist Plastik. Bei der Leica war ich ja ein wenig enttäuscht, muss ich sagen. Diesmal habe ich aber gelesen, dass es tatsächlich sich nicht um Leder handelt, sondern tatsächlich um Plastik. Aber, liebe Leute, das ganze Dingen wirkt viel, viel hochwertiger. Das ist jetzt der erste Eindruck, ne? Die hält sich einfach viel hochwertiger in den Händen. Vom Design her sind beide Kameras wunderschön gemacht und ich finde, beide lassen sich sehr schön anschauen und beide haben so ihren eigenen Designcharakter, wenn man sie sich anguckt. Viele mögen es nicht, aber im Außeneinsatz wurde ich tatsächlich mit beiden Kameras angesprochen und musste sie mal vorführen und habe mir einige Polaroid-Geschichten von den Menschen angehört, die ich gar nicht kannte. Was die Einstellungsmöglichkeiten angeht, so ist die Fujifilm viel intuitiver zu bedienen, weil man auch viel mehr Möglichkeiten hat. Die Kamera ist einfach viel durchdachter. Man hat vorne den Ring, den man am Objektiv einstellen kann, um in die einzelnen Modis zu wechseln. Das ist total cool, je nachdem, wie man die Kamera gerade benutzen möchte. Die Leica Sofort fiel erstmal damit negativ auf, dass sie direkt im Makromodus startete. Das habe ich im Video ja auch erzählt. Und das ist für den Selfie-Einsatz, der ganz schnell vonstatten gehen muss, total positiv. Aber man möchte ja nicht immer nur Selfies damit machen. Daneben ist mir bei der Fujifilm ein paar Mal passiert, dass ich den Blitz vergessen habe auszustellen. Und das führt einfach für mich zu der Konsequenz, dass es wohl so ist, dass man sich an beide Kameras erst einmal gewöhnen muss und dass ein Ausschuss von ein paar Fotos anscheinend dazugehört. Ich musste mich mit diesem Mini-Format auseinandersetzen, weil ich für eine Hochzeit das kleine Format benötigte und ich hatte gar nicht so wirklich Lust darauf, mich damit zu beschäftigen, weil mir das vorher überhaupt nicht wirklich zugesagt hat. Also ich war gezwungen, mich damit zu beschäftigen. Die Leica Sofort hat immerhin dafür gesorgt, dass ich echt Spaß daran gefunden habe. Klar, es ist auch die erste Kamera gewesen, die ich mir gekauft habe. Man hat das ja wirklich mit einer Kamera, zack, man ist draußen und fängt an Fotos zu machen und man wird so eins mit der Kamera, nachdem man sich gewöhnt hat. An die Leica habe ich mich nicht wirklich gewöhnt. Das ging nicht schnell und das hat nicht so richtig funktioniert. Bei der Fuji war es so, dass ich relativ schnell da reingekommen bin. Ich habe die erste Filmkassette verschossen, die zweite Filmkassette auch nochmal verschossen, habe dabei das Review gemacht und habe dann aber gemerkt, dass ich immer mehr mit dieser Kamera umgehen konnte. Und das ist sehr schön und ich konnte mich mehr darauf einlassen und je mehr ich sie benutzt habe, auch über die beiden Videos hinaus, desto mehr kann ich sagen, hat sie mich in meinem Spieltrieb gefördert. Das muss eine Instax-Kamera, die man für den schnellen Einsatz benötigt, die muss das können. Letztendlich ist das, was mir wirklich auffällt, Folgendes. Bei der Fuji hat man sich wirklich jeden Schritt des Benutzers überlegt. An dieser Kamera ist alles, wirklich jedes kleinste Detail ist dort durchdacht. Und das spürt man im Einsatz. Und das spürt man schon, wenn man die Kamera auspackt und es macht alles total Sinn und sie ist wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Und dann ist sie auf den Markt gebracht worden und letztendlich ist sie auch sehr erfolgreich geworden. Das muss man ja einfach sagen und das ist Fakt. Bei der Leica hatte ich das Gefühl, man wollte einfach in den Markt einsteigen und hat dann auch sowas Ähnliches entwickelt und hat es dann auf den Markt geschmissen. Man hat sich mit dem Endnutzer gar nicht so richtig befasst und man hat sich auch mit den Funktionen gar nicht so richtig befasst. Das ist so mein Eindruck, den ich habe und ich glaube, den würdest du wahrscheinlich auch haben, wenn du das Ganze vergleichen würdest. Einer von euch hat mir tatsächlich die Frage geschickt, gibt es einen positiven Aspekt, warum man die Leica kaufen sollte und die Fujifilm nicht? Und diese Frage hat mich echt lange beschäftigt und ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht nicht. Es fängt beim Preis der Leica an, der viel höher ist als der von der Fujifilm und es endet dann hinterher bei der Funktionalität. Und wenn ich mir am Ende das Preis-Leistungs-Verhältnis angucke, dann lande ich bei der Kamera, die ich mir tatsächlich gekauft habe. Nämlich die Fujifilm. Bei der bin ich letztendlich geblieben und bereue es überhaupt nicht.
Bin aber froh, beide mal miteinander verglichen zu haben. Wenn du jetzt sagst, das siehst du komplett anders als ich und natürlich gibt es Kaufargumente für die Leica, dann bereicher bitte unbedingt dieses Video und schreib das unten in die Kommentare rein, wie du das siehst. Wenn du die Preise vergleichen möchtest, du findest die aktuellen Preise der Kameras unten in der Videobeschreibung. Hier und dort verlinke ich dir jetzt mal beide Videos, damit du dir nochmal ein umfangreiches Bild von beiden Kameras machen kannst. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann gib dem Ganzen doch bitte einen Daumen nach oben, teile dieses Video und alle anderen Videos auf deinen sozialen Plattformen. Das ist sehr, sehr wichtig. Danke für den Support. Und wenn du den Kanal nicht sowieso schon abonniert hast, dann bist du herzlich eingeladen, dies genau jetzt zu tun. Herzlich willkommen in meiner Lomtro-Welt. Ich hoffe, diese ganze Sofortbildreihe hat euch gefallen. Es wird noch ein bisschen was kommen in Zukunft, da könnt ihr euch drauf einstellen. Und ich bin froh, das ganze Thema mal angegangen zu sein. Das war schon ein langer Wunsch von mir, das zu machen. Und der ist jetzt ins Rollen gebracht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs freundliche Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!